wir sind Bibi und Tina. Und wir sind hier gerade am Set und machen heute mit euch die Most Likely To Challenge. Das heißt, uns werden Fragen gestellt. Ja. Und wir sagen, Antworten. Auf welchen Schauspieler das am meisten zutrifft. Viel Spaß! Hallo? Seit neuerdings. Früher war Ben nicht so langsam. Aber der ist gemütlich geworden. Er ist echt gemütlich geworden. Ich weiß nicht, was bei ihm los war, aber er ist gemütlich geworden. So, weißt du es jetzt? Ich nehme einfach irgendwen, ich kenne die eh nicht. So. Wen hast du? Harry. Jawohl. Ja. Harry ist halt, die ist halt immer noch was länger am Sweeties Korb. Und deswegen. Und die, das Make-up, die Kostüme, das ist auch immer ein bisschen. Ja, weil die kriegt immer dieses Oma-Netz auch in die Haare und das muss dann immer erstmal entfernt werden. Stimmt, ja. Das ist richtig. Aber dafür sieht es dann im Take toll aus. Ja. Wir sind schon pünktlich mittlerweile, oder? Was hast du? Ja. Warum? Ja? Okay. Du bist halt so ein gelassener, entspannter Typ. Ja, okay. Aber trotzdem pünktlich, wenn es drauf ankommt. Wenn es drauf ankommt. Ich weiß genau, wen du zeigst. Benjamin. Ja? Ich weiß auch, wen du zeigst. Ja. Holger. So. Jetzt ist wer jetzt als erstes? Ich bin als erstes. Das stimmt nicht. Das stimmt. Aber immer ich erst bin nach immer mir. Als erstes. Nein, er tut so, als ob er mich gar nicht hört. Das ist so eine Sohn-Vater-Geschichte. Also, zwei, eins. Wir sind halt einfach so ein bisschen emotional, wir beide. Sind beides, ja. Ja. Sensible Seite. Du? Das Bild sieht halt nicht so aus, aber. Wir können auch einfach offen Gefühle zugeben. Aber ich bin ja nicht meine Rolle. Ja, gut, das stimmt. Mhm. Hast du auch Emilia? Ja. Emilia hat so einen soften Charakter. Ja, mega. Da würde ich. Ganz anders, du gar nicht. Ganz anders als die Figur. So das Gegenteil von diesem Foto. Ja. Ja, nee, du bist raus. Das war voll authentisch. Ich hab's gefühlt. Seht ihr die Träne? Oh, jetzt ist sie weg schon. Nee, das war gut. Das war gut, ne? Ja. Zählt. Ich bin Schauspieler. Habt ihr Geheimnisse untereinander? Ja, nee. Du? Ich weiß auch gar nicht. Ich hab gar keine Geheimnisse, die ich mit euch teilen würde. Der Mann hat Ahnung. Weil du einfach so wahnsinnig still bist, der Mann. Ja, safe. Zwei, eins. Vorhin standen wir standen vorhin im Set und wir standen im Kreis mit allen. Und Demi hat auf einmal irgendwas Komisches gesagt. Ja. Das ist, manchmal stolpert er auch einfach. Oder schreit. Oder beides auf einmal. Ah, ich weiß. Wer duscht am ehesten eine Woche nicht? Welcher kranke Kopf hat sich denn diese Fragen ausgedacht? Das ist die eine der besten Fragen, finde ich. Hallo. Ja, drei, zwei, Viertel vor eins. Und? Ja. Ja, weil er halt so, weil er halt so ein Naturbursche ist. Muss er nicht mehr in der Serie? Ja. Hast du mega viel Butter gucken? Und so viele Würstchen, obwohl er Vegetarier war. Stimmt, ja, Demi. Oh ja. Okay, das ist auch ein. Warte. Ja. Was? Zwei, drei. Ja. Das haben wir jetzt einen gezeigt. Pariert? Leander ist durch. Leander. Der ist in der Massephase. Ja, Leander ist sehr viel. Guck mal bei Harriet in ihrer Wärmejacke in die Taschen. Das ist komplett voll mit Plastikverpackungen. Ja, vielleicht sammelt sie die. Und gut, Leander, stimmt natürlich. Die isst dich gar nicht. Meinst du, dass sie nur die Verpackung sammelt? Also, aber ich weiß auch nicht, was du in den Taschen von den Kollegen machst. Ja, du, zwischen den Texten. Das ist eine gute Antwort, mach ich auch. Das ist Demi. Alex, du Morsche. Ich kann ein sauberes Borsch. Komm mal her. Komm mal kurz her. Mach. Ich kann nur klares Hochdeutsch. Sag's, mach. Was meckst du denn, Herrn Zifix? Sag, was meckst du denn? Du Räubermut. Warte, ich kann auch eins. Das sagst du immer. Immer, wenn wir ins Restaurant gegangen sind, hast du beim Hinsetzen gesagt, so, merci fürs Ausdruck, Kapurm. Du kannst dich daran erinnern? Ja. Wow, wie schön. Mann, aus Liebe. Ja, dann sag ich merci fürs Ausdruckerbuben, gell? Genau, und noch. Graf. Du mich auch. Ich hab kein Wort verstanden. Was war das? So. Isst mit offenem Mund. 3, 2, 1. Ich? Wegen dem Gag. Ich weiß. Aber die wissen es nicht. Es gab so einen Gag. Über jeden wurden Witze gemacht und über Ina wurde einmal so ein Witz gemacht, dass sie schmatzt. Was sie nicht tut, aber es war einfach kein Und über Harry, dass sie pups und popelt. Was ich auch nicht tue. Können wir das bitte rausstellen?
Dimi? Ja, safe. Dimi. Mit wem? Mit dir, oder was? Ja, vor allem mit mir. Vor allem mit dir, also, ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen. Mach dieses Spiel, wo man immer die Frage von davor beantworten muss. Harriet? Ja, aber... Ja, okay. Ja, okay, alle stimmen ja, auf jeden Fall zu. Leander ist schon ein charmanter Junge. Das hat er nicht. Das ist ein Video. Das ist ja echt eine Mücke. Ja. Ah! Au, eine Mücke. Gut. Dankeschön. Danke sehr. Hey. Oh, mach vorn. Fertig. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Hallo.